Hallo liebe Leute, ihr kennt mich bereits aus verschiedenen Projekten. Ich bin der Initiator der Friedensmenschenkette Bodensee 2014, 2015. Jetzt helfe ich mit zu initiieren mit vielen, vielen anderen, zum Beispiel auch mit Gary und den Querdenkern und vielen anderen Gruppierungen wie Honk for Hope, dass wir noch einmal eine Friedensmenschenkette um den Bodensee ziehen. Die heißt diesmal www.friedenskette-bodensee.de und wir laden insbesondere jetzt nun im ersten Schritt alle Freiwilligen ein. Wir brauchen 3000 Freiwillige, die die 77 Abschnitte, die wir eingeteilt haben, bedienen können am 3. Oktober, wenn dann von 8 Uhr morgens die Busse anrollen aus ganz Europa sternförmig. Wir brauchen, es ist ein Aufruf an beispielsweise auch alle Jugendlichen, insbesondere diejenigen, die vielleicht schon sich in bestimmten Gruppen verbunden haben, beispielsweise die Pfadfinder oder die Wandervögel, Jugendgruppenbewegungen aller Art. Meldet euch bei uns, es wird ein super toller Tag. Wir haben eine unglaubliche Vision, wir wollen uns alle an den Händen nehmen rund um den Bodensee. Die Kette soll geschlossen werden bis zum späten Nachmittag. Es wird ein riesen logistischer Aufwand. Wir brauchen viele, viele freiwillige Helfer. Zum Zweiten wende ich mich an alle Freiwilligendienste, die Freiwillige Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, die Polizisten und letztlich auch an Bundeswehrleute, an Leute, die einfach Erfahrungen haben mit großen Menschengruppen und die zu koordinieren bzw. logistisch auch zu versorgen. Ich wende mich an diese Gruppierungen als Menschen. Ich möchte euch einladen, als freie Menschen dorthin zu kommen und eure Erfahrungen, euer Know-how mit uns zu teilen und dieses einzigartige logistische Unternehmen möglich zu machen. Es werden Hunderttausende an dem Bodensee verteilt werden müssen, rund um den See. Wir wissen von meiner letzten Berechnung, dass wir 187.000 Menschen mindestens sein müssen. Es gibt jetzt inzwischen das große Logistikunternehmen Honk for Hope, das sind die Busunternehmen, europäische Busunternehmen, die sich unter einem Dach versammelt haben. Die gehen von 250.000 Menschen aus, die wir brauchen, damit die Verluste, die vielleicht entstehen, wenn an einigen Stellen zu viele Menschen sind, ausgeglichen werden können. Da es ja sich um den 3. Oktober handelt, den Tag der Deutschen Einheit, das Datum heißt 3.10., würde ich einfach mal es klasse finden, wenn wir tatsächlich 310.000 Menschen werden könnten, die sich um das Bodenseeufer versammeln können, dann wären wir auf der sichersten Seite. Das Motto der Friedenskette Bodensee wird sein: Tag der deutschen und europäischen Einheit, Ende der Spaltung zwischen allen Gruppierungen, sowohl rechts als auch links, als auch zwischen der Bevölkerung und der Exekutive. Und wir wollen in einen Frieden miteinander wieder gelangen. Wir wollen auch, dass die Spaltung, die bis inzwischen in die Familien hineingeht und in Freundeskreise, wieder auflösen damit. Wir laden insbesondere auch die Kirchen ein, mit sich uns anzuschließen. Sowohl die christlichen Kirchen jeglichster Art, als auch die muslimischen Gemeinden, als auch die jüdischen Gemeinden, als auch die keltischen Gemeinden und die germanischen Gemeinden und die heidnischen Gemeinden, egal wer auch immer. Alle Religionsströmungen, alle Weltanschauungen sind herzlich eingeladen, sich am Bodensee mit uns zu versammeln und dieses einzigartige Projekt umzusetzen. Wir würden uns wirklich freuen, wenn nicht weiter gespalten würde, auch hinsichtlich der Medien nicht, sondern dass auch die Medien uns gut begleiten, dieses wunderbare Projekt Wirklichkeit werden zu lassen. Selbstverständlich, wenn wir uns an den Händen nehmen, halten wir die Mindestabstände ein. Aus meiner Sicht können wir uns auch einfach so an den Händen nehmen, aber wenn uns irgendeine Behörde damit gleich wieder einen Strick drehen würde, sage ich jetzt einfach mal, zieht euch schöne weiße Zauberhandschuhe an und wenn wir uns dann an den Händen nehmen, dann gehen wir miteinander auf Tuchfühlung, da kann keiner was dagegen haben. Es gibt auch andere, die sagen, habt ein Tuch, habt einen Schal dabei, dass insbesondere dann, wenn vielleicht wir feststellen, dass die Menschenkette sich vielleicht nicht von selber so schließen könnte, dann haben wir uns dennoch irgendwo, sind wir miteinander in Kontakt. Ich persönlich
der ich davon ausgehe, dass ich ein starkes Immunsystem habe, habe damit jetzt nicht so die großen Schwierigkeiten zu sagen, lasst uns alle an den Händen nehmen, weil das ist natürlich auch eine unglaubliche Energie, die dann um den Bodensee herum gehen kann. Also noch einmal der Aufruf an alle Menschen, egal welcher politischen oder weltanschaulichen Richtung, kommt am 3. Oktober an den Bodensee möglichst früh. Es wird auch Menschen geben, die euch unterhalten werden. Wir haben ein bis mehrere Boote geplant, die am Bodenseeufer entlang fahren, wo Bands drauf spielen für euch. Es wird einen Livestream geben aus einem mobilen Busstudio heraus. Ihr werdet die ganze Zeit auf dem Laufen gehalten mit Informationen, wie weit die Kette schon ist. Kommt möglichst früh, sorgt gut für euch, habt Essen, Trinken dabei, habt Kleidung, gute Kleidung dabei, auch gegen Kälte und Regen. Habt irgendwie hübsche Kissen dabei, auf die ihr euch setzen könnt, bis zu dem Moment, wo die Kette dann wirklich geschlossen wird. Dass ihr einfach gut für euch sorgt, das ist ganz wichtig. Und vielleicht ladet ihr auch eure Feinde ein. Denn was ist eine Friedensmenschenkette, wenn sie nur Freunde einlädt und die Feinde von euch, die ganz persönlichen kleinen Feinde, nicht mit dabei sind? Ladet alle Menschen ein, damit wir wirklich vereint diese Friedenskette zelebrieren können. Es geht darum, die Einigung wiederherzustellen und diesen Spalt und diesen Keil, der durch unser Land gerade geht, wieder zu lösen, dass wir uns wieder wahrnehmen als Menschen im Respekt und auch in der Würde, egal wie wir zu den Corona-Maßnahmen stehen. Es geht letztlich darum, dass wir wieder zurückkehren auf den Boden der rechtlichen Grundlagen des Grundgesetzes und auch die Vernunft wieder walten lassen. Es kann nicht sein, dass unsere Kinder und wir alle unter Masken gezwängt werden, die eigentlich höchstenfalls 30 Minuten gegen Bakterien nützen, aber in keinster Weise gegen Viren uns schützen. Und was dort, an gesundheitlichen Problemen entsteht mit diesen Masken für die Menschen, die sie lange tragen müssen, jeden Tag, 8 Stunden zum Teil, die ganzen Bakterien, die sich ansammeln, die Rückatmung, der Ausatemluft etc., wird das Immunsystem so schwächen, dass genau diese Menschen prädestiniert sind, diesen Herbst, wenn die nächste Grippewelle kommt, dann, dass sie dann sich gegen diese Welle nicht wehren können. Also wer sein Immunsystem stärken will, muss doch eigentlich auch in Begegnung gehen mit anderen. Wir haben es jetzt ein paar Millionen Jahre geschafft, hier als Menschheit auf diesem Planeten oder als Lebewesen zu überleben, mit Viren, Bakterien, mit unzähligen Erregern klar und fertig zu werden. Selbst die Pest haben wir überlebt, sonst wäre ich jetzt hier nicht vor euch. Als Menschheit haben wir vieles überlebt und ich denke, dass wir das auch hinbekommen. Aber das bekommen wir dann hin, wenn wir auf Grundlage der Vernunft arbeiten und nicht auf Grundlage der Angst. Das wäre wirklich noch mein Plädoyer. Dass die Angst schwächt erwiesenermaßen das Immunsystem ungemein. Der Mut und die Vernunft kann es stärken helfen. Und ich spreche nicht von den Menschen, die jetzt wirklich Immunsuppressiva nehmen, die schwerste Vorerkrankungen haben. Selbstverständlich nehmen wir auf die Rücksicht und passen auf sie gut auf und versorgen sie auch und lassen sie nicht allein in den Heimen, wo sie sind, sondern selbstverständlich besuchen wir sie, bringen ihnen Essen und Trinken, begegnen ihnen auch körperlich, streicheln ihnen die Hände und den Rücken, damit sie einfach das Gefühl haben, sie sind noch erwünscht auf dieser Erde. Es geht letztlich wirklich darum, dass wir wieder zurückkehren zur Menschlichkeit. Und das ist der Hintergrund der Friedensmenschenkette. Also noch einmal der Aufruf, an alle Menschen zu kommen und insbesondere diejenigen, auch die künstlerisch tätig sind. Kommt und reiht euch ein, verteilt euch um den ganzen Bodensee, schenkt uns eure Kunst, schenkt den Menschen, die dort vor Ort sind, eure Kunst. Ihr könnt euch entweder registrieren über www.friedenskette-bodensee.de oder ihr kommt einfach spontan. Wer sich nicht registrieren will aus irgendeinem Grunde, der kommt einfach so. Und für uns ist es natürlich erleichternd, wenn wir ein bisschen vorausrechnen können, mit wem wir alles, wen wir alles erwarten können. Und dann registriert ihr euch einfach. In jedem Falle seid mit dabei bei diesem einzigartigen Ereignis am 3. Oktober. Und wir belohnen euch dann auch mit Bildern und wunderschöner Musik. Und am 4. Oktober wird dann noch in verschiedenen Städten kulturelle Veranstaltungen stattfinden und ein Symposium mit
Wissenschaftlern, Virologen, Medizinern etc., die auf Grundlage unseres wissenschaftlichen Standes uns erklären, was sinnvoll ist und was im Grunde genommen einfach unnütz ist im Augenblick. Und seid einfach mit dabei, kommt vielleicht schon einen Tag eher am 2. Oktober abends an, damit ihr dann nicht gestresst ankommt, dass ihr in eurer Mitte seid, dass ihr vielleicht euch noch verbindet mit eurem wie auch immer gearteten Schöpferwesen, dass ihr meditiert, betet und Begegnungen habt mit anderen Menschen, ihnen wertschätzend und friedvoll begegnet, einfach damit wir einen friedvollen Tag erleben können am 3. Oktober, dem Tag der deutschen und europäischen Einheit. Seid mit dabei bei diesem unglaublichen, einzigartigen, weltweit bisher tatsächlich einzigartigen Erlebnis, uns alle um einen großen See zu versammeln. Im Übrigen möchte ich noch zwei Worte sagen zum Bodensee. Der Bodensee ist meines Erachtens der einzige See, der mehrere Länder umfasst, wo es keine Ländergrenzen innerhalb des Sees gibt, der von allen Ländern gehütet wird. Und das, finde ich, ist ein besonderes Signal. Der Bodensee ist das Herz Europas. Er ist im zentraleuropäischen Raum und versorgt mit seinem guten Trinkwasser auch etliche Städte und fließt über den Rhein in die Nordsee und über die Pipeline nach Stuttgart und Würzburg und Rottenburg ob der Tauber und viele andere Städte werden davon noch gespeist. Es kann ein wunderbares Signal des Friedens sein und es wird ein Signal des Friedens, der Freiheit und der Liebe werden, was wir hinaussenden in die Welt. Und diese Bilder werden durch die Welt gehen, das könnt ihr mir glauben. Und ich bitte auch die Presse, seid mit dabei. Und begleitet uns friedvoll und wahrheitsgemäß, denn was wir hier vorhaben, wir stecken alle unser Herzblut da hinein. Und es sind so viele Menschen schon und Verbindungen und Vereinigungen mit dabei. Honk for Hope ist die große europäische Busgesellschaft, die uns unterstützt. Querdenken wird uns unterstützen. Andere Friedensorganisationen werden uns unterstützen und wir wollen, dass es noch viel, viel mehr werden, damit diese aus meiner Sicht 310.000 Menschen zustande kommen können. Ich freue mich riesig auf diesen Tag. Seid alle mit dabei und feiert mit uns das Fest des Friedens, der Freiheit und der Liebe. Alles Gute, euer Eloas Min Barton. Wir sind mitten unter euch. Wir trauen uns zu lieben, doch wir sind noch sehr am Üben. Machen Fehler jede Menge, doch wir stehen dazu. Fühlen Reue, machen gut, finden endlich wieder Ruhe. Wir spielen wie die Kinder, denn der Mensch ist nur ganz Mensch, solange er spielt. Doch der Mensch kann auch nur spielen, wenn er wirklich ganz zum Menschen seinen zieht. Wir sind die friedvollen Krieger, wir können verlieren und sind trotzdem die Sieger, weil wir wissen, dass der Kampfplatz nur in unserem Herzen liegt. Verändern wir die Welt, wenn in uns wieder Friede lebt. Lass dir die Zeit nicht klauen und komm endlich wieder nach Haus. Lass Gott dein Herd voll nähren und ruh dich daran aus. Pflege deine Wunden, lass sie heilen in dunklen Stunden. Du wirst sehen, es passiert von selbst. Lass es einfach mit dir geschehen. Zünde dein Licht wieder an, weine an deiner eigenen Brust und löse den Brand. Liebe dich selbst wie deine Brüder und deine
deinen Schwestern. Liebe das Morgen wie das Heute und das Gestern. Halte inne und gebe deiner Heilung Zeit. Lausche reglos nach innen, denn schon bald bist du bereit. Tief in dir ist eine Flamme, die nie erlischt und wie du es gedacht. Hat dich wieder erwischt und in dir ist der Kämpfer wieder neu erwacht. Wir sind die friedvollen Krieger, wir können verlieren und sind trotzdem die Sieger, weil wir wissen, dass der Kampfplatz nur in unserem Herzen liegt. Verändern wir die Welt, wenn uns wieder Frieden die Veränderung, die du dir für dein Leben wünschst. Warte nicht auf die Veränderung, sondern sei die Veränderung. Stell dir vor, du gehst quasi durch die Straße und du stellst fest, hier ist ein Bettler. Und wenn du in dem Moment sagen würdest, ja, kann denn nicht die Stadt Berlin mal was für diese Bettler tun, das ist die falsche Adresse. Weil du bist derjenige, der es gerade bemerkt hat, dass hier ein Bettler sitzt. Das heißt, es ist letztlich, wenn du diese Verantwortung dann in dem Moment zu dir nimmst, wäre es deine Verantwortung zu sagen, weil du hast gerade bemerkt, einen Missstand, dann liegt es in deiner Verantwortung, quasi diesen Missstand zu beheben. Und wenn jeder Bürger das wahrnehmen würde, dann wären wir eine wirkliche Demokratie. Die Herrschaft des Volkes.